Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. In diesem Video erkläre ich genau, was sich seit der Einführung der Amazon Brand Registry im Mai 2017 getan hat. Ein Video, in dem ich grundsätzlich die Anmeldung bei der Amazon Brand Registry erläutert habe und Schritt für Schritt genau erklärt habe, ist unter diesem Video verlinkt. In diesem Video erkläre ich also, was sich seit Mai 2017 bei der Amazon Brand Registry getan hat und beantworte einige Fragen, die ich im Zusammenhang mit der Amazon Brand Registry oft gestellt bekomme. Hier nun also die Top 5 Fakten und Änderungen rund um die Amazon Brand Registry und zum Schluss noch ein hilfreicher Bonustipp. Wenn Sie Fragen rund um die Amazon Brand Registry haben und ich diese Fragen nicht im letzten Video, was eben unter diesem Video verlinkt ist, oder in diesem Video beantworte, dann freue ich mich auf jeden Fall über Kommentare und Fragen unter diesem Video in den Kommentaren. Die Amazon Brand Registry erreichen Sie über die Webadresse brandregistry.amazon.de. Tipp Nummer 5. Muss ich meine Marke bei Amazon neu registrieren, wenn ich die Marke schon vor dem 30.04.2017 bei Amazon registriert habe? Einfache Antwort, ja. Die vorigen Registrierungen bei Amazon zählen praktisch nicht mehr. Erst die seit Mai 2017 eingeführte neue Amazon Brand Registry sorgt dafür, dass Ihre Marke bei Amazon registriert ist. Tipp Nummer 4. Gehen auch Wortbildmarken? Laut Amazon-Webseite, also der Brand Registry-Webseite, gehen auch Wortbildmarken. Ich halte es allerdings für schwierig, da man auch sehr beschreibende Begriffe wie Knoblauchpresse für als Marke eben eingetragen bekommt, wenn man sie eben grafisch ausgestaltet. Und dann hieße das ja, dass man, wenn man diese Marke registriert, allen anderen verbieten kann, unter Knoblauchpresse Produkte anzubieten. Und dass sich dann eben andere nicht mehr an die Angebote anhängen könnten. Ich denke, dass sich da noch einiges tun wird, denn auch Amazon wird merken, dass es da Schwierigkeiten mit diesen Wortbildmarken gibt oder dass eben Amazon den Wortbildmarken nicht die gleichen Rechte zugesteht wie Wortmarken. Mein Tipp ist also auf jeden Fall auf die Wortmarke setzen und rein beschreibende Begriffe kann man natürlich versuchen, jetzt über die Amazon Brand Registry noch registriert zu bekommen. Es ist allerdings wahrscheinlich aus meiner Sicht, dass eben diese eingetragenen Marken bei der Amazon Brand Registry nicht den gleichen Schutz erhalten wie Wortmarken. Tipp Nummer 3. Aus welchen Ländern werden Marken bei der Amazon Brand Registry akzeptiert? Das sind zum einen deutsche Marken, Unionsmarken, dann aber auch Marken aus England, Frankreich, Italien und Spanien und komischerweise keine sogenannten internationalen Registrierungen. Das wundert mich etwas, denn Marken aus Spanien, Frankreich und Großbritannien oder Italien können natürlich, also die Inhaber dieser Marken können natürlich Anbietern auf Amazon.de, also in Deutschland, die Benutzung nicht untersagen. Also ich halte es für schwierig. Ich vermute, dass Amazon da eben auch noch nachsteuern wird, beziehungsweise dass man eben auf Amazon.de in Deutschland aus französischen und britischen Marken natürlich nicht die Benutzung in Deutschland untersagen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Amazon das über die Amazon Brand Registry ermöglichen würde. Und andererseits erstaunt es mich, dass internationale Registrierungen offenbar nicht akzeptiert werden momentan. Denn mit sogenannten internationalen Registrierungen kann man im Prinzip genau die gleichen Markenrechte wie aus einer deutschen Marke oder Unionsmarke erhalten. Internationale Registrierungen habe ich auch schon mal in einem Video erläutert, das habe ich hier unter diesem Video auch verlinkt, sind praktisch so eine Art weltweite Marken, wo eben ein Markeninhaber, sagen wir mal Walmart in den USA, hat eben eine US-Marke und kann dann über diese internationalen Registrierungen eben auch in allen möglichen anderen Ländern Markenschutz erhalten, ohne eben überall nationale Marken anmelden zu müssen. Und mich wundert, dass Amazon die im Moment offenbar nicht akzeptiert. Das wird sich vielleicht auch noch ändern. Dann Tipp Nummer 2, Vertreterzwang. Gibt es einen Zwang, einen Vertreter benennen zu müssen? Ja, bei der Amazon Brand Registry funktioniert die Registrierung nur, wenn im Markenregister ein Vertreter benannt ist. Damit ist aus meiner Sicht ein Patentanwalt oder Rechtsanwalt gemeint. Was viele allerdings machen und was auch zu funktionieren scheint, ist, dass man auch sich selbst dort als Vertreter beim Markenregister eintragen kann, wenn man das eben die Markenanmeldung auch selbst gemacht hat.
Genau genommen ist man ja nicht sein eigener Vertreter. Und der BGH hat neulich vor nicht allzu langer Zeit entschieden, dass jemand, der sich eben als Vertreter einer Markenanmeldung einträgt und gar nicht eben Rechtsanwalt oder Patentanwalt ist, gegen das Rechtsberatungsgesetz verstößt. Ich kann also insgesamt nicht dazu raten, dass man sich selbst oder eine Person, die eben nicht Rechtsanwalt oder Patentanwalt ist, in das Vertreterfeld einträgt bei der Markenanmeldung. Und empfehle auf jeden Fall, die Markenanmeldung über einen Rechtsanwalt, der sich mit Marken auskennt, oder einen Patentanwalt machen zu lassen. Das war ja auch wahrscheinlich der ganze Sinn hinter diesem Vertreterzwang bei der Amazon Brand Registry, damit eben Amazon auch weiß, okay, die Marke wurde professionell angemeldet. Tipp Nummer 1. Wie melde ich eigentlich den Verifizierungscode, den Amazon an den Vertreter schickt? Im Seller Central gibt es dazu kein Formular. Das Einfachste ist es, dass Sie auf die E-Mail antworten, die Ihnen Amazon geschickt hat. Amazon schickt Ihnen eine E-Mail, lieber Bewerber bei Amazon Brand Registry, wir haben gerade den Verifizierungscode an den angegebenen Vertreter geschickt. Und auf diese E-Mail antworten Sie und fügen dann eben in diese Antwort den Verifizierungscode ein, der eben an Ihren Vertreter geschickt wurde und den dieser dann hoffentlich an Sie weitergeleitet hat per E-Mail. Und jetzt noch zum Bonustipp. Sie können einem Berechtigten auf der Amazon Brand Registry Zugriffsrechte auf Ihre Amazon Brand Registry einräumen. Das kann sinnvoll sein, zum Beispiel Ihrem Patentanwalt Zugriffsrechte auf Ihre Amazon Brand Registry einzuräumen, weil dann eben der Patentanwalt gegen Markenverletzer vorgehen kann, fremde Angebote sperren kann, Amazon eben markenverletzende Inhalte melden kann und so weiter. Sie müssen sich da nicht darum kümmern. Also, Sie können in der Amazon Brand Registry einen Berechtigten angeben, der eben dann Zugriffsrechte auf Ihre Amazon Brand Registry erhält. Wie genau Sie diesen Berechtigten bei der Amazon Brand Registry anmelden, habe ich in der Videobeschreibung unter diesem Video genau schrittweise angegeben. Haben Sie was dazulernen können zur Amazon Brand Registry oder haben Sie noch Fragen zur Amazon Brand Registry? Ich freue mich über alle Kommentare und Fragen unter diesem Video. Ich hoffe, dass ich in diesem Video erklären konnte, was es mit der Amazon Brand Registry auf sich hat und was sich geändert hat seit Mai 2017. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen hoch. Wenn Sie Fragen und Kommentare haben, dann gerne in die Kommentare unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.